Hallo, heute melden wir mit einem kleinen Lagebericht zu unseren hochtragenden Hündinnen. Da bei mir steht jetzt der Kaiser Franz Josef und das ist unsere Elsa. Elsa macht mal das große Mädchen. Ja, die dicke Elsa. Die Elsa ist in einigen Tagen brave Junge, gell? Und wenn man sich das jetzt vorstellt, das sind 95 cm. Man sagt ja immer, bei Frauen ist das Idealmaß 90, 60, 90 und bei tragenden Goldi-Hündinnen ist es 60, 90, 60. Die Bonnie kriegt möglicherweise heute nur ihre Welpen. Die ist auch ganz auf der Zeit und auch schon richtig dick. Messen wir mal bei ihr. Bei der Bonnie ist etwas weniger, 89. Aber sie ist also eine ganz ein bisschen kleinere Hündin und vielleicht kriegt sie jetzt so viel wie die Elsa. Wir werden uns überraschen lassen. Es geht uns sehr gut und meine Mama wird jetzt ein paar Nahaufnahmen für die Bauchis machen, dass ihr wirklich seht, wie dick die schon sind. Oh, der dicke Wurzel. Oh, meine dicke Bonnie. Ne? Ja, so ein dicker Wurzel. Sie hat schon leichte Wehen, also es kann mehr oder weniger jederzeit so weit sein. Ja, du bist schon ganz ein dicker Wurzel. Wo ist die Elsa? Elsa, komm zu mir. So, die Bella, Kaiser, Elsa. Der Elsa geht es uns deutlich besser, weil die hat ja nur ein paar Tage. Aber man merkt schon bei der Bonnie, es ist ja schon direkt schwer auf dem Fuß bleiben. Die letzten Momente sind natürlich anstrengend. Sie hat sich auch vorhin ins Planschbecken eingeschaut zur Abkühlung. Das gehört halt auch dazu. Und jede Frau, die schon mal ein Baby gekriegt hat, weiß das, dass die Vorwehen ganz schön ätzend sind. Und wenn es dann dahin geht, dann wird es leichter. Haben wir das Bauch gesehen? Zur Geburtsvorbereitung habe ich heute hier die Zitzen geputzt, dass die schön sauber sind. Und im Moment ist so, der dickste Goldi aller Zeiten. Oh je, Emine. Fühl mal so von oben drauf. Da sitzen jede Menge kleine Babys drin. Oh, so ein dickes Bauchi. Oi, oi, oi. Elsa, geh weg, komm. Elsa, du stehst im Bild. So ein dickes Bauchi. Oi, 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 oi. Ein kleiner Lagebericht war das wieder. Und ich hoffe, dass ich im nächsten Video schon die Babyherz sagen kann. Und halt uns die Daumen, dass es gut geht, weil Geburten sind immer ein schwieriger Moment. In der Natur ist ja nichts fix und ich werde selbstverständlich wieder dabei sein und meine Nachtschichten einlegen, schlaflos. Und ich habe ja auch eine Überwachungskamera, wo ich meiner Hündin immer zuschauen kann, damit ich wirklich keinen Moment verpasse. Und wenn ich sehe, es wird ernst, dann sitze ich unten, halte die Stellung. Habe dann natürlich ein paar Tage lang Kreuzweh und bin völlig erschöpft und übermüdet, aber das ist natürlich wert, damit unsere Babys einen guten Start ins Leben haben. Also, bis bald!